Augmented Reality funktioniert ja mit einem iPhone, mit einem iPad oder mit irgendeinem anderen mobilen Endgerät. Was ist aber mit AR-Informationen und dem klassischen Browser von meinem Laptop? Das ist das Thema der heutigen Folge von Thomas und Gerd am Rechner. Thomas, wir haben da ja mal so ein bisschen was vorbereitet oder genauer gesagt, du hast was Schönes vorbereitet und zwar ein paar sehr bunte Bilder mit Quellcode und wir haben noch ein paar grafische Beispiele, um das eine oder andere zu verdeutlichen. Thomas, was ist eigentlich die klare Aufgabenstellung? Wo ist das Problem? Wenn man AR nutzen möchte aus einer Webseite heraus, dann gibt es zwei Methoden, wie man das einbinden kann. Und man muss dann gegebenenfalls als Webdesigner entscheiden, ob man die eine oder die andere oder beide Techniken anwendet. Und ich wollte mal erläutern, was einfacher ist oder wie man die verschiedenen Techniken machen kann. Die grundsätzliche Frage ist, möchte ich ein Produkt in 3D einbetten in meiner Webseite? Ja, und dann braucht man sich nicht drüber streiten, das sieht schön aus und das ist dann interaktiv. Und das geht auch auf allen Geräten. Sowohl also auf dem Laptop oder auf dem Desktop-Rechner kann man sich das anschauen. Und zusätzlich kann man dann auf Handys oder Tablets dann nochmal in den AR-Modus reingehen. Ich wollte mal zeigen, was man machen kann, wenn man das AR Quick Look einbinden möchte, kurz ARQL. Und da ist der Unterschied, anstatt dass man nur ein Bild einbettet, das ist das HTML-Tag IMG, das ist hier in Zeile 2 drin, kann man bei der Apple-Lösung einfach sagen, ja, das ist weiterhin einfach ein Bild, aber man kann es zusätzlich auch anklicken. Also im Prinzip kriege ich ein Bild, wird aus dem Bild wird ein Link, wie bei jedem anderen Bild auch, wo irgendwie, wenn ich auf ein Link Bild klicke, das dann irgendwo zu einer anderen Seite führt oder einem anderen Inhalt. Das ist hier genauso, aber jetzt kommt die Ergänzung. Die Dateiendung sieht man hier auch, ist USDZ und dann steht da noch was dahinter. Ja, also grundsätzlich würde es ausreichen, wenn da einfach irgendein USDZ-Pfad, Dateiname relativ zu dieser HTML-Datei angegeben wird. Und dann das erste Art-Attribut heißt rel gleich AR. Das ist der Magic. Dann kann man nämlich nicht nur die Datei downloaden, sondern sie sich auch in AR Quick Look auf dem iPad oder iPhone direkt in AR-Modus anschauen. Das ist der Magic dort. Und alle anderen Browser ignorieren das dann einfach, weil sie es nicht kennen oder weil sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Die machen einfach einen Download. Ja. Und dann gibt es dann den Download-Parameter dahinter. Da kann man dann vorschlagen, wie die Datei beim Download dann heißen soll. Ja. Das kann man machen. Und das, was hinter dem Rautezeichen, Doppelkreuz steht, allows Content Scaling. Das hat Apple noch sinnvollerweise eingeführt, damit man sagen kann, also wenn ich ein Möbelstück mir anschaue, dann ist es doch ganz gut, dass ich das nicht groß und klein schieben kann, sonst habe ich auf einmal ein Mini-Sofa stehen und wundere mich, dass das echte Sofa da nicht reinpasst. Und dazu haben wir jetzt hier direkt ein Beispiel. Hier gibt es jetzt einen QR-Code, Link auch in der Videobeschreibung. Da kann man mal draufklicken und oder entsprechend hier mit Kamera draufgehen und den Bürostuhl, den man sich jetzt in sein Homeoffice oder in sein Büro holt, den kann man zwar mit einer Fingergeste versuchen, kleiner oder größer zu machen, aber der springt automatisch wie durch Magie immer wieder auf Originalgröße zurück. Und das ist genau das, was hier im Quellcode so gesehen als zusätzlicher Download-Parameter dran steht. Und das Interessante ist, Apple macht diese Sondersachen halt über diesen einen Parameter, über dieses href. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, aber die passen alle da hinein. Und die Lösung, die Google vorschlägt, die haben auch ein sehr, sehr schönes Ding gebaut namens Model Viewer. Dieses Einbinden vom Model Viewer, das hat Google vermeintlich einfach gemacht, aber ja, dieses vermeintlich einfach bedeutet eben, dass all das, was hier so rot dargestellt wird, sind einzelne Parameter,
die irgendwo auch in einer Datenbank abgespeichert werden müssen, wenn man das Ganze in einem Content-Management-System verwalten möchte. Also bei Apple ist es einfach diese eine Sache, diese eine Zeile. Die eine Zeile, die immer hinter dem Dateinamen steht, und hier sind es lauter Einzelangaben untereinander. Ja, und das Interessante ist dann noch, jede Seite, die AR oder 3D-Modell anzeigen möchte, muss, auch wenn es von 5 Seiten dann nacheinander immer wieder hin und her springt, jede dieser Seiten muss JavaScript nachladen, damit das Ganze auch funktioniert. Und das ist eben in den Zeilen 4 und 5 drin. Das heißt, bei jedem Mal, wenn ich so eine Seite aufrufe, gibt es eine Verzögerung. Und bei der Apple-Lösung ist es im Browser direkt integriert. Da muss nichts nachgeladen werden. Okay, das sind so gesehen jetzt der alternative Ansatz mit dem Model Viewer im Gegensatz zu ARQL. Was gibt es dann noch so? Was es noch interessant gibt, ist, dass Apple auch gesehen hat, dass dieses Model Viewer sehr populär geworden ist. Und sie haben jetzt einen Vorschlag gemacht. Mhm. Warum standardisieren wir das nicht einfach und bauen diese Funktionalität im Browser ein? Und das ist der Model-Vorschlag. Die haben es auch schon experimentell bei Safari und WebKit eingebaut. Ja. Funktioniert mit normalen USDC-Dateien schon. Man kann also Sachen sich von allen Seiten anschauen. Mhm. In dem Bildschirmshot Model-Vorschlag ist das da mal drin. Das wäre also die Variante, wo Apple sagt, hallo Google, mach doch da mit. Dieses schöne Model Viewer, das kannst du doch auch im Browser einbauen. Dann haben wir es standardisiert und müssen nicht immer diesen JavaScript-Code nachladen. Mal sehen, wie sie reagieren. Also Apple baut es ein. Ob Google nachzieht, wird sich zeigen. Ja, hat sicherlich auch was damit zu tun, in wie viel Daten man abgreifen möchte an der Stelle. Ja, genau, wie man sich da reinmacht. Genau, aber es gibt ja so gesehen, wenn man so möchte, aus der rechten Ecke ist das Google-Lager und in der linken Ecke haben wir den Apple-Weg oder den USD und USDZ-Weg. Da haben sich ja noch ein paar weitere Mitspieler gesammelt, unter anderem das Unternehmen Autodesk. Was machen die denn jetzt? Ja, Autodesk kennt man so als Softwarehersteller bisher und die satteln jetzt um auch auf eine Plattform und Autodesk hat eine deutsche Gruppe vom Autodesk-Team hat USDZ als Library in den Browser hineinbekommen. Mhm. Da haben sie sehr viel Beifall für bekommen, weil bisher haben das einige versucht, aber USD als Library, das ist nicht nur das Dateiformat, sondern eine komplette Programmier-Library von Pixar und eben vielen anderen jetzt auch. Und das ist 64-Bit. Also der modernste Kram. Mhm. Und die Browser-Sachen sind alle noch absichtlich bisher 32-Bit aus Sicherheitsgründen. Und jetzt gibt es langsam die Überlegung, auch in Richtung 64-Bit zu gehen. Und Autodesk hat es geschafft, eine 32-Bit USDZ-Version zu bauen. Die hat noch nicht den Funktionsumfang wie bei Apple, aber Hut ab. Also wir können da mal das Beispiel dann zeigen. Von dem Getriebe, was aufgeht. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Was es momentan noch nicht kann, sind solche Geschichten wie unser Bürostuhl-Interface und Ähnliches. Also so ganze komplette, komplexe Menüs lassen sich damit momentan noch nicht realisieren. Jedenfalls nicht mit dem Standard, den Autodesk an der Stelle momentan auf den Markt gegeben hat. Ja. Kleines Grinsen von unserer Seite an der Stelle. okay. Die Frage ist, was passiert denn jetzt vermutlich als nächstes? Ja, so Ausblick, wir können alle jetzt nur Glaskugel lesen. Diese zwei Lager-Thematik hat mich ja eben gerade so ein bisschen angerissen. Im Umfeld von USD, also in dem einen Lager, haben sich ja noch ein paar weitere Partner angefunden. Ja, zu dem USD-Lager ist vor Jahren schon Nvidia da zugestoßen. Hinweis, sorry,
Hinweis, Nvidia sind diejenigen, die ihre Alternative zum Metaverse von Meta kurzem vorgestellt haben, ihr Omniverse. Und die machen wiederum aber auch bei dem Lager USD und damit bei diesem Lager rund um Apple mit. Ja, weil Omniverse ist USD-basiert. Mhm. Genau. Dann ist da eben das vorhin schon genannte Autodesk, sowohl mit CAD-Export von ihren CAD-Programmen immer mehr und eben auch USD als Web-Tool. Da sind sie mit dabei und Adobe. Adobe hat vor Jahren die Firma, die Substance entwickelt hat, aufgekauft und dann eine komplette 3D-Abteilung gebaut. Was ist Substance? Substance war eine französische Software, die von Adobe aufgekauft wurde. Damit kann man super realistische 3D-Modelle designen, painten. Das nennt man Physical-Based Rendering, Texture Mapping, PBR. Das macht so den letzten Schliff. Und jetzt oder haben sie zusätzlich noch ein 3D-CAD in der Mache und ein 3D-Layouting, ein Renderer. Also da passiert gerade sehr viel. Also, oder um es anders zusammenzufassen, Adobe hat sich damit ein Unternehmen eingekauft, das so gesehen eine neue Kerntechnologie für sie darstellt, rund um das Themenbereich, sag mal, Gestalten von 3D-Objekten oder auch Malen von 3D-Objekten. Ja, da gibt es ja schon verschiedene Ansätze mit VR-Brille selbst und dann so wie in Paints, ne, so im 3D-Raum malen. Alles, was in so eine Richtung geht, aber auch eben Bearbeiten von entsprechenden 3D-Objekten auf dem Desktop. Ja, und dann entsprechend mit der VR- oder AR-Brille oder wie auch immer sich dann die ganzen Sachen hinterher anschauen können. Das ist so gesehen, denke ich mal, noch eine ganz wichtige Information, weil viele Menschen denken ja momentan, wenn es um das Thema Metaverse geht, natürlich an Meta, / also an Facebook. Aber das ist im Prinzip eine industriebasierte, eine ganze Industrielandschaft sich gerade zusammengeschlossen hat, um eine Alternative für den B2B-Bereich aufzuziehen. Und nicht nur mit Apple, nicht nur B2B. Das ist, glaube ich, noch bei einem oder anderen noch nicht ganz angekommen. Ja. Das soll es für heute gewesen sein. Hier drüben sehen Sie noch zwei weitere Videos aus unserer Videoreihe. Thomas und Gerd sprechen mal über dieses Internet. Over and out.